Hallihallo, kleiner Spieletipp. Auf einem anderen Kanal habe ich gesehen, Red Alert bzw. Command & Conquer gibt es mittlerweile als Freeware und auch für Linux. Sehr schön. Das gibt's bei OpenRA. Link packe ich in die Beschreibung. Download. Und hier für Ubuntu nehme ich dieses fertige Paket bereits. Und Download Latest Version. Download Latest Version. Haben wir das installiert? Öffnet sich das Ubuntu Software Center, wir können es installieren und bei der Installation wird noch was nachgeladen und fertig. Haben wir das gemacht, starten wir das Programm entweder im Terminal mit OpenRA oder drücken zum Beispiel Alt und F2 und starten OpenRA. Hier sehen wir dann erstmal den Startbildschirm. Dort können wir Singleplayer, können direkt losgeben oder wir haben in den Optionen noch die Möglichkeit mit den Settings Bildschirmauflösung einzustellen. Zum Beispiel hier habe ich hier eingestellt, dass es in einem Window erscheint, in einem Fenster und nicht als Vollbild. Man kann dort die Bildschirmauflösung einstellen. Nach einem Neustart des Spiels erscheint es dann in der gewünschten Auflösung. Back. Back. Noch ein Hinweis, wer die Original-CDs hat, der kann im Übrigen auch die deutschsprachigen Dateien kopieren. Und zwar, ich gehe jetzt mal hier auf mein Nautilus. Moment, Nautilus Dateimanager. Und zwar seht ihr in eurem persönlichen Ordner, oder ihr seht es nicht, mit Ansicht verborgene Dateien anzeigen, ein Ordner, der heißt .openra. .openra, wenn ich den jetzt mal gerade wiederfinde. Und in diesem .openra können wir dann, da ist er, .openra, gibt es dann in der Content, entweder unter Command and Conquer oder Red Alert, das sind zwei verschiedene Spiele, Command and Conquer war vorher, Red Alert war dann hinterher eine spezielle Version, sehen wir Mix-Dateien, das sind die Sound-Dateien. Und wenn ihr das nicht auf Englisch haben wollt, dann auf Deutsch. Dann könnt ihr gegebenenfalls von euren Original-CDs, falls ihr die noch habt, die Mix-Dateien hier rein kopieren. Habe ich zum Beispiel bei Red Alert gemacht, ja. Dann könnt ihr dort die Originaldateien hier von 96 dort hinein kopieren und habt ihr das in eurer Sprache. Gut. Gehen wir mal wieder zurück zum Spiel. Wir gehen mal auf Singleplayer. Dort können wir uns eine Map aussuchen, eine Karte, auf der wir spielen wollen. Nehmen wir mal irgendeine, ist egal welche. Okay. Hier könnt ihr euch dann noch aussuchen, welche Farbe euer Gebäude haben sollen und ähnliches. Ist jetzt erstmal beim Start vollkommen Schnurz. Und wir können direkt loslegen. Start Game. Gut, hier haben wir erstmal die Kommandozentrale. Linke Maustaste, die Geräte wählen. Rechte Maustaste lässt sie durch die Gegend fahren. Ihr seht, der schwarze Bereich verschwindet da, wo man schon mal gewesen ist. Man kann also so die Landschaft erkunden. Hat man da eine Position gefunden, die einem gefällt, wo man gerne sein Lager aufschlagen möchte, dann doppelklickt man, ich glaube, mit rechts auf das Ding oder mit links. Ich weiß es nicht mehr genau. Doch, zweimal rechts tat's. Ich war nur in einem undefinierten Bereich. Jetzt habe ich mehr Optionen. Ich erstelle erstmal eine Power Plant, also ein Stromerzeugungsgebäude. Linksklick drauf. Da, wo es weiß ist, kann ich was bauen. Da, wo es rot ist, nicht. Klatsch. Jetzt habe ich wieder neue Optionen. Barracks zum Beispiel, um Soldaten herzustellen, also Cyborgs, sage ich jetzt mal, die für mich in die Schlacht ziehen, ready und positioniert das irgendwo. Man baut sich so eine kleine Mini-Basis auf. Wenn ihr mit dem Pfeiltasten an den Rand geht, könnt ihr das Spielfeld etwas bewegen. Gut, jetzt habe ich neue Optionen, gehe auf das Mannequin da, kann jetzt dann Soldaten bauen, damit ich überhaupt eine minimale Verteidigung habe. Linksklick auf den Soldat, rechtsklick auf den Ort, wo er hinlaufen soll, dann geht er dorthin. Der nächste ist auch schon fertig. Linksklick dahin, rechtsklick dahin.
Gut, irgendwann geht uns das Geld aus. Wir brauchen also wieder Gebäude. Wir brauchen eine Raffinerie, um etwas zu ernten. Hier verdient man quasi Geld damit, indem man eine Erntemaschine auf ein Feld schickt und das wird abgeerntet und dann saust da so ein käferförmiger Panzer durch die Gegend, der das aberntet, kommt zurück in die Raffinerie, dann bekommt man wieder Geld. Aber Achtung, der Gegner greift natürlich gerne die Erntemaschinen an, weil er gerne selber die Felder abarbeiten will, die nicht unerschöpflich sind. Übertreibt man es zum Beispiel, indem man zu viele Erntemaschinen auf ein Feld schickt, dann kann es auch schnell mal leer sein. Aber das lernt ihr dann schon noch. So, hier ist die Tiberiumfabrik und hier ist so ein Feld, da erntet der gute Mann da ab. Und wenn er wiederkommt, kriege ich mehr Kohle in der Kasse, sehen wir gleich. Parkt rückwärts ein, ordnungsgemäß, mehr Geld in der Kasse, jetzt kann ich mehr bauen. Ich brauche erstmal ein paar Soldaten mehr, denn der Feind greift mich unkoordiniert irgendwann mal an. Und ich sollte dann vielleicht in der Lage sein, mich zu verteidigen. Linksklick, rechtsklick. Ich positioniere die Soldaten gerne so, dass die so ein bisschen auseinander sind, damit die nicht gleich alle kaputt gehen. Gut, den Ingenieur braucht ihr jetzt am Anfang nicht. Der ist dazu da, fremde Gebäude, die vielleicht alleinstehend sind, zu übernehmen. Kann man dann auch mit den Fahrzeugen, die man später kriegt, dann schnell erreichen. Silo braucht man, um, wenn man viel geerntet hat, das zu speichern. Die freundliche Dame sagt uns dann auch, you need Silos. Gut, jetzt wollen wir vielleicht noch ein bisschen Verteidigung haben, falls wirklich mal ein Angriff kommt. Man kann das nicht vorhersehen. Dann braucht man vielleicht so ein paar Verteidigungsanlagen, die automatisch schießen. Das ist dann ganz nett. Wie gesagt, mit den Pfeiltasten kann man sich ein bisschen bewegen. So, hier habe ich eine Verteidigungsanlage mit einem Reichweitekreis. Die positioniere ich da, wo es möglich ist. Wo ich meine, da könnte ein Feind kommen. Hier an der Straße ist es eher wahrscheinlich, dass da einer kommt. Und kann dann weiterschauen, was baue ich als nächstes. Eine Waffenfabrik vielleicht, Weapons Factory. Gut, wenn ihr jetzt unbekannte Gebiete erforschen wollt, könnt ihr auch den Soldat Linksklick wählen, Rechtsklick ins unbekannte Gebiet schicken, dem armen Kerl. Und dann könnt ihr schon mal ein bisschen vorausschauen, was da so alles so ist, nicht? Also der erweitert sich automatisch der Sichtbereich eures Gebietes, das ihr beherrscht oder auch nicht. Mit der linken Maustaste könnt ihr auch wieder einen anderen anwählen. Rechte Maustaste bewegt er sich dahin. Ihr könnt auch mehrere Soldaten nehmen und Rechtsklick, das ganze Team läuft dann dahin. Gut, die Waffenfabrik ist gleich fertig. Wollen wir mal schauen. Da kann ich anscheinend nicht hingucken, aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich ist die Welt da zu Ende. Linksklick, Waffenfabrik positionieren irgendwo, Rechtsklick, nochmal Klick und schon steht die da. So, jetzt habe ich wieder mehr Optionen. Kann jetzt auch Panzer bauen. Zum Beispiel gibt es Panzer, die können Truppen transportieren. Das heißt, die können nicht nur schießen, die können auch Leute aufnehmen. Sieht man dann an solchen Markierungen des Panzers, dass da Leute rein können. Da kommt der Feind zum ersten Mal. Ich sollte also zu meiner Verteidigung erstmal wieder ein paar Kerlchen drauf auf mein Spielfeld bringen. Ihr könnt auch mehrfach anklicken, dann entstehen mehrfach Soldaten. Beide nehme ich und rechtsklicke in die Richtung. Nun, der ist ziemlich schlecht gepanzert. Ziehe ich den wieder zurück. Gut, jetzt markiere ich mal zwei Soldaten, die sollen in den Panzer rein. Rechtsklick da rein, aber die waren schon beschäftigt damit, die Kerle da unten abzuwehren. Gut, Rechtsklick, dann geht er da rein. Ihr seht jetzt, da ist ein gelbes kleines Symbol drin. Das ist also ein Panzer samt Besatzung.
den kann ich dann schneller bewegen, den Gutmann, denn die Leute laufen halt nicht gern, sind halt als faule Leute. Jetzt kann ich den wieder aussteigen lassen. Das geht, glaube ich, mit Doppelklick rechts, glaube ich. Da ist er wieder. Und kann die dann von hinten angreifen oder ähnliches. Dann geht es darum, hier halt hinterher irgendwann das Lager der Feinde zu entdecken und dieses feindliche Lager zu zerstören. Man bekommt natürlich immer mehr Optionen, zum Beispiel einen Luftangriff. Und dann kann man auch einen Luftangriff mit Verstärkung starten. Dann braucht man nur ins Feindeslager klicken und schon wird der Feind angegriffen. So, damit ich mehr Kohle verdiene, könnte ich mir jetzt einen weiteren Harvester, eine weitere Erntemaschine zulegen. Ist auch ganz günstig, falls der Feind mal die eigene Erntemaschine zerstört. Steht man dumm da, aber falls das mal passiert, kann man auch, wie gesagt, hier Gebäude verkaufen. Da hat man so ein Dollarzeichen und kann einzelne Dinge verkaufen. Ja? Kann man machen. Escape. Wie komme ich wieder da zurück? Naja, gut. Ist egal. Ja, so funktioniert das Ganze. Ihr seht. Ah, ein bisschen drauf rumklicken. So, die Erntemaschine, die jetzt neu ist, die weiß noch nicht wohin. Der muss ich sagen, Rechtsklick, fahre da mal hin und dann weiß die, da soll ich ernten, dann ist es gut. Gut, jetzt brauche ich mir noch so ein paar Soldatentypen. Wie gesagt, den Ingenieur, den kann man auch schön in so ein Fahrzeug stecken, ins Feindeslager schaffen und wenn da ein leerstehendes Gebäude ist, kann man das übernehmen. Damit das hier nicht zu langweilig wird, machen wir mal einen Angriff. Das würde ich jetzt normalerweise nicht machen. Ich würde erstmal ganz in Ruhe alles Mögliche aufbauen. Das ganze Team markiert Rechtsklick auf diese Soldatentypen. Und schon ist da Ruhe im Schacht. Ich latsche mit meiner ganzen Gruppe mal durch die Gegend. Wie gesagt, denen wird es dann hinterher vielleicht zu viel. Rechtsklick in das kleine Autochen. Silos werden mit benötigt. Silos needed. Also bauen wir doch mal Silos. Gelbes Zeichen sagt mir, das Silo ist fertig. Zack. Low Power. Jetzt brauche ich wieder einen Stromerzeuger. Da gibt es die einfache Stromfabrik und die Atomfabrik. Habe ich eine Atomfabrik, dann kann ich natürlich wieder mehr machen. Kann ich einen Atomangriff starten oder ähnliches. Gut, hier gibt es dann auch Tiberium abzubauen. Falls ich also irgendwann mal eine zweite Erntemaschine dahin schicken will, wäre das vielleicht eine pfiffige Idee. Gut, da kommt der böse Feind. Ich nehme jetzt mal eine von den Erntemaschinen und schicke die mal da hinten rüber. Brauche eine bessere Verteidigung, denke ich mal. Und ein paar Soldaten wären auch nicht schlecht. Mehrmals draufklicken und die Soldaten werden erstellt. So, Raffinerie, Baracken, Helipods, Hubschrauber. Hubschrauber, Dingens gehe ich ins. Gut, da ist. Der Bereich ist abgedeckt. Mein Team dahin geschickt. Gut, den einen kleinen Harvester habe ich jetzt da hinten hingeschickt. Ich brauche eine bessere Verteidigung, also kleines Schießgerät. Ein Helipod wäre nicht schlecht. Jetzt brauche ich vielleicht noch einen Transporter oder ähnliches. Soldaten ins Kriegsgebiet links alle markieren, rechts reinklicken.
dann geht das los. Construction complete, das heißt, irgendwas ist fertig. Meine Verteidigung ein bisschen weiter aufbauen, da wo es möglich ist. Da wo weiß ist, ist es möglich. Hier habe ich also einen Transporthubschrauber. Links anklicken, rechts irgendwo hinfliegen lassen. So, der landet jetzt. Jetzt kann ich meine Soldaten da hineinpacken, markieren, links und einen Rahmen, rechts draufklicken, dann steigen die Leutchen da ein. So, jetzt muss ich mir ein Gebiet aussuchen, wo ich denn hinfliegen will. Rechtsklick. Da wollen wir hin, da ist was los. Da geht das ab. Rechts, Doppelklick und out. Da werden ausgestiegen. Mein Helikopter wieder wegfliegen lassen. Und so weiter und so fort. Ihr seht schon, das dauert länger. Irgendwann weiß ich mal, wo der Feind geblieben ist. Oh, hier gibt's auch Tiberium. Wahrscheinlich ist dann auch der Feind da nicht weit entfernt. Hier ist dann also wieder bekannteres Gebiet. Aha, kann ich mich umschauen, was da so los ist. Wahrscheinlich ist, dass der Feind dann auf der rechten Seite so sitzt, weil da ist noch viel Unbekanntes. Sehr viel unbekanntes Gebiet. Ich kann mich auch auf der Karte bewegen, wenn ich denn dann habe. Eine Karte, eine schöne Übersicht bekomme ich, wenn ich zum Beispiel ein schönes Kommandozentrum habe mit Radar und ähnliches. Da habe ich dann mehr Optionen. Ich baue dann wieder ein paar Soldaten. Dann brauche ich vielleicht nochmal einen Panzer. Dann brauche ich vielleicht nochmal irgendwann einen Apache-Hubschrauber. So, zur Verteidigung mal ein bisschen ein paar Leute dahin stellen. So, Kommandozentrum. Zup. Jetzt habe ich wieder zu wenig Strom. Baue mir hier ein Atomkraftwerk. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Gut, die Soldaten, wie gesagt, einzeln anwählbar, ein bisschen verteilt aufstellen, ist meist nicht verkehrt. Dann werden die nicht auf einen Schlag gekillt, falls mal ein Angriff kommt. Ein paar Soldaten mehr. Schadet nie. So, Unit ready. Was macht mein Powerplant? Der ist noch am Bauen. Mehr Strom. Zack, hingebaut. Jetzt habe ich auch eine Landkarte hier oben, weil dieser Radar mehr sieht als vorher. Die könnten jetzt wieder rein in den Hubschrauber. Mit rechts. Während die dahin laufen, baue ich mir noch ein bisschen was auf hier. Hab hier schönere Tanks. Kann hiermit mal ins unbekannte Gebiet vorstoßen. Die gehen mal darüber. Rechts Doppelklick und die Leute mal wieder aussteigen lassen oder links. Rechts, ja, rechts. Jetzt gucke ich, dass ich den Hubschrauber nicht erwische dabei. Und sage, dahin laufen. Den Hubschrauber lasse ich mal schön wieder auf die Kommandobasis laufen. Fliegen. So, da ist da schon mal Ruhe. Das ist ein schöner Raketenwerfer. Der ist sehr schön in Action. Ich kann natürlich auch mehrere Gerätschaften hier nach unten kommandieren. Solche Ansammlungen von Soldaten sind eigentlich nicht so toll. Der Raketenwerfer, den halte ich gerne im Hintergrund, weil der vom Weiten besser ist als vom Nahen. Na, wenn er jetzt nah dran ist, ist er schnell zerstört. Das ist nicht so pfiffig.
und so weiter und so fort. So testet man sich dadurch. Dann guckt man wieder, was braucht man noch als nächstes. Kann mehrere Dinge, je nachdem wie viel Geld man hat, bauen. An andere Fluggeräte, ähnliches, schickt die wieder runter in die Schlacht. Da kann man auch auf die Landkarte klicken, damit man da schneller hinkommt. Ja. Klack, klick. Dann kommen die da so schön an. Kann die ein bisschen aufstellen, wenn man möchte. Du bleibst mal hier. Den stelle ich mal dahin. Das kann dann ein paar Stunden dauern, bis man das komplett durchgespielt hat. Die lassen wir mal schön da weiterkämpfen. Da schadet ein Panzer nie. Jetzt muss ich wieder was bauen und ähnliches. Den parke ich mal an der Seite. Hier habe ich jetzt ein anderes Fluggerät. Das ist vielleicht nützlich in der Schlacht. Lass das mal auf diese Gruppe von Leuten los. So, jetzt hat er sein Zeug verschossen. Sage ich jetzt wieder zurück. Rechte Maustaste aufs Heliport. Jetzt greife ich mal den Harvester des Feindes an. Sollte man nicht mit Soldaten machen, denn der Harvester... Airstrike ready. Ich kann also einen Luftangriff starten, wenn ich denn wüsste, wohin. Wenn ich also ein Gebiet mit vielen Feinden finde, wo ich nicht weiß, wie ich die kaputt kriege, kann ich einen Luftangriff starten. Dazu sollte ich erstmal wissen, wo der Feind so sitzt. Ich lasse jetzt mal ein paar Soldaten dahin eiern. Da sitzt der Feind. Gut, Airstrike. Airstrike. Und ich gehe jetzt mal da irgendwo waren die. Dann kommt gleich ein Luftangriff. Den gibt's nicht unendlich oft. Ne? Kann man jetzt nicht sehen, aber wenn das hier ein sichtbares Gebiet wäre, könnte ich sehen, dass hier ein Flugzeug herfliegt und ein Luftangriff startet. Gut, gehe ich wieder zurück auf die Kommandobasis. Hier ist wieder so ein Hubschrauberchen. Den lasse ich mal wieder in das unbekannte Gebiet vorstoßen. Ja. Mal wieder hierhin. Greift den Harvester an. Wenn es denn möglich ist. Der hat natürlich nicht so viele Munition, wie ich gerne möchte. Und lass den wieder landen mit Rechtsklick und so weiter. Da ist der nächste schon. Jetzt fliege ich wieder dahin. Mit dem anderen Hubschrauber. Baff, abgeschossen. Leider nicht geklappt. Gut, so funktioniert das Spielchen hier. Hier kann man die verschiedensten Dinge bauen, sich durchtesten und irgendwann hat man es dann geschafft. Hat das Lager des Feindes übernommen und damit das Spiel gewonnen. Ihr seht, hier geht mir so langsam das Tiberium aus. Irgendwo sollte ich dann vielleicht dieses kleine Gerät mal dahin schicken und so weiter. Kommen dadurch natürlich wieder ins Feindesgebiet, was natürlich wieder ein bisschen schwierig ist. Gut, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Unit ready. Oh. Unit lost.